Willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Menschen bei Koblenz. Heute habe ich auf meiner blauen Couch Chris Voigt aus Klingenberg. Herzlich willkommen. Er ist Fotograf und das sehr erfolgreich. Ja, willkommen. Hallo. Chris, wann haben Sie denn mit der Fotografie begonnen? Also begonnen habe ich schon vor langer Zeit. Ich habe schon immer sehr gerne fotografiert, auch schon als Kind. Beruflich ist es dann die letzten 4, 5 Jahre entstanden. Ich habe natürlich auch mal irgendwann was Richtiges gelernt. Und als die Aufträge dann immer mehr geworden sind und ich das nicht mehr kombinieren konnte mit meinem Hauptberuf, habe ich mich dazu entschieden, den schon waghalsigen Schritt zu gehen und die Fotografie als Hauptberuf zu machen. Und was haben Sie vorher gelernt? Also der Ursprung Ihres beruflichen Daseins? Der Ursprung war eigentlich Bürokaufmann. Also ich habe eine abgeschlossene Ausbildung, habe da auch Berufserfahrung gesammelt und dann bin ich in den künstlerischen Bereich umgestiegen. Genau, das war dann einfach zu langweilig im Büro am Schreibtisch. Genau. Richtig, ja. Haben Sie denn ein Spezialgebiet? Ja, also mein Hauptgebiet ist eigentlich Fashion und Beauty. Allerdings wissen auch viele nicht oder bekommen es nicht so mit. Ich mache auch Industriebilder, Produktbilder für einige namhafte Kunden. Aber mein Hauptgebiet, für das ich eigentlich bekannt bin, ist schon Fashion und Beauty. Ja. Und was reizt Sie jetzt da in der Sparte ganz besonders? Die schönen Frauen, die Sie ablichten müssen? Nein. Ja, schön liegt ja immer im Auge des Betrachters, ne? Aber mich reizt da die Kreativität, die ich ausleben kann. Also mit meinen Make-up-Artisten zusammenzuarbeiten. Man kann kreativ werden, die Haare verändern, ganze Personen verändern, dass man sie hinterher nicht mehr erkennt. Und da rede ich nicht von der Beauty-Retusche, sondern wirklich mal die Haare hochstecken, eine Glatze machen und sonst was. Also Sie haben da auch feste Visagisten, mit denen Sie zusammenarbeiten, Maskenbildner? Make-up-Artisten. Make-up-Artisten. Ja, das ist ein Unterschied. Ja. Visagisten, Make-up-Artist. Wo liegt da der Unterschied? Also Make-up-Artist macht auch Haare in der Regel und macht ein viel anspruchsvolleres Make-up, sage ich mal. Ich möchte aber nicht unterstellen, dass Visagisten nicht können, nur die haben meistens die Ausbildung nicht dafür. Okay, also die sind meistens dann eher fürs Make-up zuständig und... Genau, so Tages-Make-up, Braut-Make-up und bei Make-up-Artisten geht es dann schon eher in die Kreativrichtung, also in meine. Okay. Wie läuft jetzt so ein Shooting ab? Also da kommt jetzt ein Model zu Ihnen ins Studio und wie geht's dann los? Also erstmal ist Fitting angesagt, nennt man sowas. Sprich, Klamotten werden ausgesucht, es wird besprochen. Natürlich ist es vorher auch schon besprochen, aber wenn man es an der Hand hat, wird es kombiniert. Dann geht's los mit der Maske, mit dem Make-up. Ich springe dann meistens rum, mache Making-of-Fotos. Und wenn dann das Licht gesetzt ist und das Model bereit ist und alle anderen bereit sind, dann geht's los. Diese Making-of-Fotos, die sind jetzt schon so Standard geworden, habe ich schon gesehen. Gell? Sie haben auch einen jungen Mann mitgebracht. Ich habe auch einen jungen Mann mitgebracht, ja. Es wird einfach gern gesehen von den Leuten oder auch von meinen Folgern, ja. Folgern. Es wird einfach gern gesehen, was hinter den Kulissen passiert. Und ich war auch schon immer so ein Mensch, ich habe keine Geheimnisse. Es kann jeder alles sehen. Und ja, ich bin so, wie ich bin. Und das kann auch mal in der Making-of vorkommen, wenn ich Outtakes bekomme. Ja. Also dann fleißig auf die Homepage klicken, da sehen Sie dann, wie diese Sendung entstanden ist. Genau. Jetzt arbeiten Sie ja auch für YouTube. Wie ist denn das zustande gekommen? Ja, also zustande gekommen ist einfach so, ich bekomme sehr, sehr viele E-Mails, Anfragen auf Facebook und so weiter und so fort. Und immer mit demselben Thema. Chris, wie machst du das? Wie bearbeitest du das? Aber ich habe das Geld nicht für die teuren Programme. Also habe ich mir überlegt, es gibt kostenlose Programme, die sehr gut sind. Und habe da angefangen, HD-Videos zu drehen. Und zwar detailliert erklärt in Video und meiner Sprache, wie funktioniert was. Und somit mache ich kostenlose Bildbearbeitung in hochwertigen YouTube-Videos für meine Fans. Und der Channel ist Tutorial for All. Also Hilfe für alle sozusagen. Das heißt jetzt, ich habe jetzt irgendwie, ich sag's jetzt mal ganz plump, ein Urlaubsvideo gedreht und möchte das in einer besseren Qualität haben? Oder ist das jetzt ganz falsch, mein Denkansatz? Ja, Urlaubsvideo, ich bin ja kein Videoproduktion, das macht ja mein Kollege, der Oliver Zeiger. Wenn man eine Frage hat, wie macht man ein Bild schwarz-weiß und lässt nur den Apfel bunt oder wie macht man eine Beauty-Retusche? Solche Sachen kann man da alles sehen. Okay.
Und mittlerweile sind es auch schon fast 3000 Abonnenten. Also es kommt scheinbar recht gut an. Oh, hört sich so an, ja. Jetzt haben Sie gerade Ihren Kollegen angesprochen, Oliver Zeiger. Wie haben Sie sich denn kennengelernt? Also den Oliver Zeiger habe ich mal durch eine Werbeaktion meinerseits kennengelernt. Er war dann auch einer der Glücklichen oder auch Unglücklichen, die in meinem Werbepool gelandet waren. Und so haben wir uns eigentlich kennengelernt, von Anfang an super verstanden. Und also wir harmonieren von vorne bis hinten. Miteinander halt. Wir harmonieren miteinander auf beruflicher Ebene. Er ist auch aus dem Bereich Videoproduktion, ich aus dem Bereich Bildproduktion. Von daher haben wir eine sehr gute Harmonie, was das beruflich auch angeht. Okay, wie lange arbeiten Sie jetzt schon zusammen? Also mittlerweile sind es schon 4 Jahre. Mhm. Und wir stellen auch ständig neue Projekte, neue Ideen auf die Beine. Und der Oliver Zeiger dreht auch dann teilweise meine Shooting-Videos oder meine Making-ofs, ja. Wie gerade auch hier hinter uns. Hallo. Hallo, Olli. Und also es ist eine super Zusammenarbeit und ich bin auch froh, dass ich einen Olli an meiner Seite habe, ja. Jetzt haben wir ja schon über, oder ich habe darüber gesprochen, über die schönen Damen, die Sie schon ablichten durften. Prominenz war ja auch viel dabei schon. Wer denn zum Beispiel, darf man da welche nennen? Ja, ein paar kann man schon nennen. Also was viel ist, ist natürlich nach Germany's Next Topmodel, die kennt man dann auch alle. Das sind die Schönen jetzt? Das sind die Schönen. ich habe schon mit Barbara Mayer, Germany's Next Topmodel, zusammengearbeitet, mit Caroline Ruppert von DSDS. Da möchte ich jetzt nicht unbedingt Namen nennen. Okay. Eine Christine Deck, Profitänzerin von Let's Dance bekannt und noch so ein paar andere. Also eine Giselle Bündchen war noch nicht dabei. Also Giselle, ja. Wenn du diesen Beitrag jetzt siehst, ja, hier sitzt jemand neben mir, der wird dich unglaublich gern mal ablichten. vielleicht klappt's ja jetzt. Chris, was haben Sie sich denn jetzt für 2012 für Ziele gesetzt? Ja, also ich möchte natürlich meine Fotografie, mein ganzes Berufsdasein weiter ausbauen, meine YouTube-Videos weiter ausbauen, neue Kunden gewinnen natürlich und vor allem das Wichtigste, so zu bleiben, wie ich bin. Also während dem Shooting, beim Interview oder auch, wenn man sich privat mit mir unterhält, immer so zu sein, wie ich bin. Bisschen freaky und das soll auch so bleiben. Ja. Natürlich und nett. Richtig. Wir bleiben jetzt hier auf dieser Couch sitzen. Sie bleiben dran. Wir sehen uns gleich wieder. Willkommen zurück, liebe Zuschauer. Neben mir immer noch Chris Voigt aus Klingenberg. Er ist erfolgreicher Fotograf. So nenne ich Sie jetzt mal. Ja, sind Sie ja auch, definitiv. Chris, wie vermischt man dann jetzt den Beruf mit dem Privatleben? Also vermischt man das oder haben Sie überhaupt noch Privatleben? Ja, also Privatleben habe ich nicht mehr allzu viel. Es vermischt sich logischerweise. Es gibt auch keine feste Arbeitszeiten. Wir stehen teilweise bis nachts im Studio oder bei einer Produktion. Also das Privatleben bleibt da schon sehr auf der Strecke. Und ich muss auch sehr achten, dass ich mir meinen privaten Freiraum noch frei halte. Also es ist sehr schwer, das Ganze getrennt zu halten. Es ist eigentlich immer kombiniert, egal wann, wo, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Es ist immer Beruf mit drin. Also immer das komplette Equipment im Kofferraum? Das nicht unbedingt, aber ich kann auch selten wohin gehen, ohne mal über die Fotografie oder sonstiges sprechen zu müssen. Okay. Tut mir leid jetzt. Ja. Ja, wie man sieht, ne? Genau. Werden Sie denn der Region hier treu bleiben oder zieht es Sie in die, Entschuldigung, große, weite Welt? Nein, also ich werde der Region schon treu bleiben. Es war vor ein paar Jahren, da war ich eher mal weiter weg für meine Aufträge, bin dann wieder zurückgekommen in die Region und manage es alles eigentlich von hier. Aber natürlich werde ich auch noch in Großstädten sein, aber mein Hauptsitz bleibt definitiv hier in der Region. Ich fühle mich hier wohl am Main und hier sind natürlich die nettesten Leute und deswegen bleibe ich hier. Schön. während eines Shootings, ja, mit so vielen Leuten am Set, viele Leute, die man unter einen Hut kriegen muss. Werden Sie doch mal streng oder bleiben Sie immer so nett? Also ich bin eigentlich in der Regel immer nett. Ich bin auch immer gut drauf beim Shooting, mache meine Witze, aber bis zum gewissen Grade. Also wenn das funktioniert, mache ich jeden Gag auch mit. Wenn ich aber merke, die Produktion schwenkt um in die andere Richtung, muss ich auch mal einen dominanteren Ton anschlagen. Okay.
Und wenn es dann gar nicht funktioniert, dann führe ich auch mal jemanden von meinem Team an der Hand hinter die Tür, um ihm das in Ruhe zu sagen. Also es wird hier nicht rumgeschrien oder sonstiges. Da bin ich eigentlich relativ gelassen, aber trotzdem dominant. Ja, irgendjemand muss ja auch der Chef sein, ne? Richtig, ja. Genau. Was macht denn jetzt für Sie einen schönen, fotogenen Menschen aus? Ein schön fotogener Mensch. Also ein schöner fotogener Mensch ist, das fängt bei der Natürlichkeit erstmal an. Und jeder Mensch oder fast jeder Mensch hat zumindest schöne Seiten. Es gibt markante Menschen, es gibt normale Menschen, es gibt Menschen, die haben ein kleines Muttermal wie Cindy Crawford. Das macht einen Mensch dann schön. Cindy Crawford ohne Muttermal wäre nicht Cindy Crawford. Und daher kann man es nicht pauschalisieren. Also jeder Mensch hat seine schönen Seiten und ich beurteile das dann auch nicht wirklich. Ging Ihnen das da schon mal so, dass jemand ins Studio kam und Sie dachten sich so, mal gucken, wie die jetzt nach dem Make-up aussieht und waren dann total überrascht? Ja, also in der Tat, ich habe schon Leute kommen sehen, wo ich die Tür am liebsten gerne wieder zugemacht hätte. Darf mir natürlich nichts anmerken lassen, aber ich vertraue meinen Make-up-Artisten, ich vertraue meinen eigenen Fähigkeiten. Und es gab ja natürlich auch schon Vorgespräche und ich kannte ja auch schon Bilder von den Mädels. Von daher war der Schock relativ kurz und die Motivation umso höher, richtig gute Bilder rauszuhauen, ja. Und was macht jetzt so ein richtig gutes Bild aus, dass Sie sagen, jawohl? Also ein richtig gutes Bild macht eigentlich aus, dass der Kunde zufrieden ist, mein Team zufrieden sind. Was ich sagen muss, ich bin sehr selbstkritisch. Bei mir dauert es lang, bis ich mal von meinem eigenen Bild sage, wow, das ist es, ich habe nichts mehr auszusetzen. Was ich allerdings auch gar nicht so schlecht finde, weil wenn ich jetzt sagen würde, ich wäre perfekt, würde ich nicht mehr lernen, würde stehen bleiben und mein komplettes Geschäft steht. Also ich bin immer noch gewillt und verbissen, immer besser zu werden und immer neue Sachen zu kreieren. So, also da ist jemand definitiv motiviert. Motiviert, ja. Viel Erfolg weiterhin, ja? Dankeschön. Und ich danke Ihnen wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke.